Hallo, das könnte vielleicht die letzte Folge sein oder es kommen noch welche. Seid gespannt. Wir spielen wieder mal sofort mit Bevorius. Hallo. Und Stevie. Hi. Und ich bin Atta. Und ja. Wir wissen nicht genau, wo, was, wie, wo, wann, wer, weshalb. Unsere Aufgabe ist einfach nur ein lebendiges Opfer. Weil, guckt doch mal, guckt euch doch mal den Boden an, bitte. Okay, das hat hier null gebracht. Guckt euch doch mal das bitte an. Fällt euch nichts auf? Was denn? Naja, guckt doch mal runter. Was seht ihr denn da unten? Kann das vielleicht sein, dass wir die ganze Zeit da unten rumgelaufen sind und blau und blub? Dass die das quasi beobachtet haben, dass der ganz, dass das alles nur inszeniert gewesen ist? Ja, ja. Wäre ein bisschen krass. Ja, das ist aber. Hier kommen wir definitiv. Aber wir haben auf jeden Fall von der Kleinen ja noch eine Keykarte bekommen. Also muss es ja irgendwo eine Tür geben, durch die wir jetzt können. Durch die wir vorher nicht gekommen sind. Ja, aber wie gesagt, guckt euch dieses Höhlensystem an. Ich bin der Meinung, also das, was von oben aussieht, als wenn es Gestein wäre. Ja, wie diese. Ja, überlegt aber auch, wie groß dieses Ding ist. Das kann man einfach, wenn man erst recht in den Caves ist, kann man das normalerweise auch nicht übersehen. So riesig verzweigt, wie das alles ist. Dürftest du das gar nicht übersehen können? Ja, aber wenn sie mit Spiegel Dings ist. Ja, natürlich. Wenn sie das so lösen, dass das für uns, wenn wir in den Caves sind, danach aussieht, als wäre es gar nicht da. Klar. Aber. Jetzt erstmal kurz was futtern und mal was trinken. Hab ich ja des Kampfes gemacht. Ja, hat es ja auch Zeit. Naja, ich hab auch Pfeile hergestellt. Ja, sag ich ja. Weil mit den normalen Pfeilen hat man, glaube ich, nicht so viel Damage gemacht wie mit den Feuerpfeilen. Ich glaube, mit einem normalen Pfeil habe ich die tatsächlich letztendlich getötet. Ja, kann sein. Wow. Oh, jetzt so viel Geld. Mitnehmen. Da ist nichts mehr. Leiterplatten? Vielleicht doch in dem Raum, wo Timmy ist. Eins. Da habe ich jetzt nicht geschaut. Gar nicht. Ein kleines Stückchen. Vorher war noch eine Tür, wo ich durchkannte. Hier hast ist ein zweites Artefakt. Hier war eine Videokassette drin. Ich habe die Tür gefunden. Das Second Artefakt. Wie gesagt, ich habe gerade eine Videokassette des zweiten Artefaktes gefunden. Die möchte ich mir mal bitte gerne angucken. Wo hast du die gefunden? In dem Raum da. An dem Tisch da. Da auf dem Tisch hier. Da lag sie. Problem ist, ich kann es mir nicht. Ich würde es euch gerne zeigen, Leute. Also, wenn man da irgendwo, aber. Was zum Henker? Ja, da ist noch was. Am Kopierer. Irgendeine Notiz erhalten. Wo guckst du es gerade auch an? Ja, ich guck's mir jetzt gerade an. Ein Stück von der Karte hier. Real Stories of Caving Adventure. Aha. Was erwartet uns da? Wir werden das sehen. Speer in die Hand und los geht's. Mach Rede. Mach Tür. Danke. Bitte. Bebo Boomtisch wieder irgendwie rum. Dabei ist das doch eigentlich deine Aufgabe, oder nicht? Was, wenn ich jemals Boom machen würde? Hallo? Haben wir hier irgendwas übersehen? Ja, geh einfach hier hin. Hier ist die Spalte. Wird geladen. Hier ist irgendwas. Ah, hier gibt es nochmal einen Enterhaken. Wie wohl nutzt die nicht? Bin aber so mal gelaufen. Kann man so runterfallen?
Wenn du im Bergziegenmodus machst, ja. Den habe ich nicht gemacht, deswegen hat sich nur gerade Schaden gekriegt. Ach komm, ich mach's original. Machst du mir nach, oder was? Hey, original richtig, mit dem Kletterhaken macht das. Achso. Und rein ins Wasser. Ach. Na los. Irgendwie raff ich den Haken manchmal nicht. Lass doch los! Einmal E gedrückt. Ich drück mal E, ja. So wieder durch die Höhle. Aber wir haben doch niemanden Lebendigen gefunden. Den sollen wir dann reinschmeißen. Wir gehen auch sehr weit von dem Ding weg, ne? Naja, aber es ist der einzige Weg, den wir hatten, ne? Wo die Keycard halt funktioniert hat. Wir müssen eher hoch, falls es einen Hoch gab. Oh, ja. Wir sind nochmal so Währungsdinger. The heck? Kann mal jemand leuchten? Hier waren wir doch. Der hat die Tür gerade erst geöffnet. Ach, ich gehe neu dazu. Wir haben auch komische Positionen, wie sie so sind, ne? Wie, als wenn sie sich irgendwo für irgendwas verstecken, die Augen zu halten. So à la Medusa-Style. Wie gesagt, wer weiß, was hat das mit dem zweiten Artefakt zu tun vielleicht? Ich hab's ja, beschreib mal, was habt ihr da gesehen? Ich habe keine Kamera. Wir können hier runter, Bivo. Ja, ja, ich guck jetzt erstmal, was hier ist. Man hat quasi eigentlich nur Forscher gesehen, die vor einer Maschine stehen und einen, naja, ich würde mal sagen, Energiestrang, so einen blauen Energiestrang. Ja, dann war irgendwie mal kurz was und dann hat er wieder in die eine Richtung geschaut und dann gab es wie so eine kleine Explosion oder ein Erdbeben. Und dann war es vorbei. Dankeschön. Hier ist eine Ritze. Okay. Hier geht's wieder ins Labor. Ja, du bist bei mir einfach mal durch. Ich wollte gerade sagen, durch die Tür gelaufen. Das sind Köpfe von Forschern. Ja. Das sind auch die ganzen Körper hier. Ja, ich glaube, das sind tatsächlich noch. Also wieder. Wann hier? Na, Alter. Objekte eher. Naja, so aus einer Art. Ich geh mal hier rein. Ah, Kosmosrunde. Was, Kosmosrunde? Wie viele Millionen das hier, ich hab den Kopf. Wie viele Millionen das in dieser Einrichtung kosten muss und so weiter. Millionen, Milliarden. Ich denke mal, hier ist irgendwas, wir haben was untersucht. Die haben einen Fehler gemacht. So ein Vieh ist entkommen, hat irgendwas infiziert. Und hier so bla und blub, so Apokalypse-Style-mäßig. Möglich, ja. Wieso? Ein Aufzug. Funktioniert er denn? Weißt du was? Jetzt fahren wir damit zum Aufzug hoch, das Flugzeug machen wir ab. So. Ohne Timmy? Nee, das glaube ich nicht. Nein, also Aufgabe ist schon, sich um also hier Timmy zu retten, das ist nicht.
Ja, vielleicht ist irgendwo im Helikopter, Raumschiff, Flugzeug, keine Ahnung, was da oben ist. Vielleicht ist er da ein Pilot. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist auch Michael Jackson, der hier und sagt, who's bad? Was zum Alter? Wir sind im Schneebügel drin, okay. Ja. Aber dass wir es nicht gesehen haben, sondern aus, also gerade jetzt hier so mit so einem Glasgang hätten wir es sehen müssen. Vielleicht auch irgendwie geschützt durch wer weiß was. Das war das. So, dieses, das Ding haben wir da eben gesehen. Da ist das ja Artefakt. Press to confirm. Wie viel muss noch? Ich habe aber... Alle drei müssen das machen. Zwei von drei. Kann gerade nichts machen. Wahrscheinlich sind wir der Forscher. Wir haben das alles gemacht und durch den Flugzeugabsturz hatten wir einfach nur einen Gedächtnisschwund. Meinst du? Das kann natürlich auch sein. Was passiert jetzt? Jetzt wird eine Simulation gestartet, wie ein Flugzeug abstürzt. Ja. Hallo zum Black Screen Simulator. Ein Jahr später. Später, ja. Da habe ich schon wieder ein Schwarzbild. My next guest is a TV star, author and real life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. All right, grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go.
Cliffhanger. Oh yeah. Da geht es im zweiten Part von The Forest in der Stadt. Ich nenne es dann The City. Das ist ganz kurz noch ein bisschen leiser machen, weil es echt extrem laut ja, ist. Ja, ich habe jetzt ein Problem. Ihr versteht mich, meine Zuschauer nicht mehr. Ich bin deswegen rausgetappt. Ich habe nämlich gerade irgendwie geschafft, mein Mikro auszustöpseln. Dafür hört man dich aber gut. Nee, aber kranker Shit. Also ich meine, da mit dem Ende so habe ich nicht gerechnet. Wir haben natürlich nicht alles reingeschaltet, nicht alle Folgen gemacht oder so. Wir haben einige Sachen nicht beendet. Oder so, glaube ich mal. Wir waren auch nicht hundertprozentig überall gewesen. Aber ich weiß nicht, so fand ich schon interessant, dass man sowas wie mit der Megan und so und dann hier und so, dass die da einfach mal kranke Viech ist. Ich denke, was hat beide seine Kinder? Oder so? Oder sehe ich das vielleicht falsch? Ah, jetzt hat man nee. Mich wieder. Weißt du nicht? Nein, weil Megan hat nämlich auch auf dieses auf diesen Dings drauf geschrieben, Daddy's Dead. Auf diese sag doch, auf diese Leinwand oder Flipchart heißt es, glaube ich. Ja, okay, stimmt. Aber schon krank, ja, dass wir dann auf einmal der Täter sind andererseits, ne? Ja gut, ob wir das wirklich sind, wissen wir ja immer noch nicht. Wir haben nur zumindest entdeckt, dass es quasi ja, keine Ahnung, eine höhere Macht ist oder eine Forschung halt eben gibt, weil der hat ja drauf gedrückt und auf einmal ist ein Flugzeug abgestürzt. Was ich halt eben nicht ganz verstanden habe, ist, wie sind die überhaupt da weggekommen? Das ist einfach komplett übersprungen worden. Ja. Wer war jetzt das lebendige Opfer irgendwie, das dadurch zugeführt hat, dass Timmy zum Beispiel noch lebt? Stimmt. Das ist Timmy ja noch, ist ja beispielsweise wieder zurückgekommen und ist ja dann auch zu so einem Monster geworden, weil man hat ja dann gesehen, dass er so unheimliche Zitteranfälle hatte. Ich dachte am Anfang, das wäre einfach nur ein Bug jetzt quasi von der Engine her gewesen. Aber das war ja ich hab tatsächlich einfach so. Deswegen dein Fuck. Also ich meine, das ist natürlich, ich frage ja, wie kommen sie da weg? Warum sind sie auf einmal weg? Gut, die können natürlich, vielleicht wenn er wirklich dann der Erfinder wäre oder so, oder der Forscher dort, oder wenn er da auch gearbeitet hätte, nachdem er aktiviert hat, ist der Gedächtnis wieder angekommen oder angemacht worden. Meinst du? Oder da war ja irgendwo, keine Ahnung, gab ja noch die Yacht. Die kleine. Ja, also irgendwie sind da so Infos und damit sind wir im Hauptmenü. Das sind an sich irgendwie Infos, die also so einige Fragen sind damit einfach null geklärt. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir vielleicht einfach irgendwas grob fahrlässig übersehen haben und irgendwas halt eben nicht raffen. Weil das kann tatsächlich auch gut sein. Ob da noch ein zweiter Teil geplant ist vielleicht? Möglicherweise ist sogar noch ein zweiter Teil geplant. Das würde zumindest das erklären, warum man Timmy noch mal gesehen hat, als er so Teenager oder junger Erwachsenenalter ist. Und er halt eben in der Großstadt alleine das wohnt. Das ist ein Cliffhanger. Das war ein Cliffhanger. Da kannst du sagen, was du willst. Da ist irgendwas vielleicht noch geplant. Aber ich muss sagen, das Spiel hat mir echt viel Spaß gemacht. Wobei es tatsächlich sehr, sehr undurchsichtig ist. Und ohne Hilfe, das Spiel durchzuspielen, fände ich schon echt extrem schwierig. Alleine stelle ich es mir auch nicht so vor. Da brauchst du schon safe. Erst recht für den Schluss wirklich weitere Leute. Das ist also... Ja, also... Spieler dazu schaffen, würde ich sagen, Respekt. Ja, also das Ding ist ja auch wegen Timmy zurück. Flugzeug ist ja wieder abgestürzt. Vielleicht ist das Ganze auch alles so eine Simulation gewesen. Vielleicht gibt es dieses Überleben so ja auch gar nicht. Und das ist ja mitten in der Stadt, das Ganze dort. Kann ja auch alles sein. Ich meine, das wird ja nirgendwo geklärt. Also du siehst ja, am Kopierer bekommst du so einen Schnipsel von so einem Adventure-Rescue-Abenteuer.
Kann ja sein, dass das alles nur so ein Abenteuer ist und hier und so. So Survival-Trainingscamp. Ja gut, aber warum sollte dann Timmy, wenn er dann in diesem Erwachsenenalter ist, das hast du ja genau gesehen, weil er die Narbe ja auch im Gesicht hatte, dann diese komischen Schwellungen haben, die durch seine Arme durchgehen? Da vermute ich, also ist jetzt so eine Fachsimpelei von mir, dass dort wirklich auch Forschung betrieben wurde mit Kreaturen, damit es realistisch ist. Irgendwo irgendwas ist da passiert, vielleicht irgendein Unfall, dass sie dann infiziert sind und dadurch dann halt diese Mutantenviecher entstanden sind. Das sind jetzt, also es ist eine Vermutung, vielleicht hat ja auch einer von den Zuschauern irgendeine Idee oder vielleicht, wie gesagt, es kommt echt noch ein zweiter Teil, der irgendwelche Fragen klärt, wer weiß es, kommt halt drauf an. Ja, aber dann existiert. Und ob ein DLC geplant ist, was weiß ich. Ja, ich sag mal, es gibt immer wieder neue Sachen, die reingebaut werden. Kommen immer ein paar Patches, ja. Aber irgendwo finde ich es schade, dass du dich aufgeklärt hast, wie du gerettet worden bist und wieso, was für Timmy ist. Und warum hast du ein Buch geschrieben scheinbar und hattest eine Axt doch noch bei dir, hä? Ja. Ein bisschen hat man ja quasi noch durch diese Fernsehsendung mitbekommen. Wenn man gut im aber Englischen ist. Ich habe jetzt nicht richtig raushören können, ob das jetzt ein Survival-Adventure gewesen ist oder ob das ein richtiger Absturz gewesen ist. Weil so schnell habe ich jetzt gar nicht darauf reagiert. Es kann ja auch echt sein, dass es so ein Artefakt gibt, das dazu führt, dass die Flugzeuge wirklich abstürzen und es war wieder vielleicht 1 Grad im Umkreis, was weiß ich. Gut, wir werden es nicht wissen. Aber ich würde sagen, mir hat das Spiel relativ gegen gut gefallen. Es gibt krasse Artefakte, so ist es nicht. Ja. Also, wenn man das mal so zusammenfasst, also das Bausystem fand ich jetzt in dem Spiel nicht zu berauschen. Also es war nicht viel Möglichkeit. Also, und die Essenssache, die war echt teils ein bisschen übertrieben. Du hattest kaum was gegessen, hattest du schon kaum wieder Hunger. Naja gut, aber wir sind auch viel auch gesprintet und so, ne? Wir sind eigentlich fast nur gesprintet. Naja, aber du brauchst halt Energie. Vielleicht haben wir ein bisschen übertrieben dadurch, ja, das hatten wir aber bei Conan und Exiles auch, dass das Essen viel zu, das ist auch mit dem Durst, dass es zu schnell kam. Naja, aber ansonsten ist das Spiel auf jeden Fall nicht schlecht. Also, ja, es hat halt ein paar Bugs, meine Güte. Aber ist halt mal so, meine Güte. Ja. Wir hatten auf jeden Fall zusammen viel Spaß, wir haben viel gelacht. Das ist das Wichtigste. Wir haben angefangen als Idioten in dem Punkt. So als und sind jetzt Trottel. Deswegen, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht immer, abonniert nicht zu laufen. Genau. Da. Ciao, Leute.